In Großbritannien hat die Labour-Partei ihren Wahlkampf für die vorgezogene Parlamentswahl gestartet. Parteichef Jeremy Corbyn kündigte vor seinen Anhängern einen unorthodoxen Wahlkampf an. Er werde nicht nach den althergebrachten politischen Regeln spielen. Labour ist intern zerstritten und befindet sich in einem historischen Umfragetief. Es sind die Konservativen, die Partei der Privilegien und der Reichsten, gegen die Labour-Partei. Das Establishment gegen das Volk. Es ist unsere historische Pflicht, dass das Volk sich durchsetzt. Premierministerin May hat bereits am Mittwoch den Wahlkampf eingeläutet. Zuvor hatte das Unterhaus ihrem Antrag auf vorgezogene Neuwahlen zugestimmt. May erhofft sich von einem klaren Sieg ihrer konservativen Partei mehr Rückendeckung für ihren Kurs in den Verhandlungen über den EU-Austritt. Now, there's a very clear choice. Bei dieser Abstimmung gibt es eine klare Wahl. Eine Wahl zwischen einer starken und soliden Führung unter den Konservativen und einer schwachen und unsicheren Chaos-Koalition unter Jeremy Corbyn. Mays Conservative Party legt den Umfragen zurzeit deutlich vorn. Aufgrund des Wahlsystems bedeutet dies jedoch nicht unbedingt eine große Mehrheit im Unterhaus. Sollte es May nicht gelingen, ihre Regierungsmehrheit deutlich auszubauen, könnte die Neuwahl als Fehlschlag gedeutet werden.